B1.3. Zeigen Sie durch Rechnung, dass für die Länge der Diagonalen ANCN in Abhängigkeit von der Abszisse x der Punkte AN gilt. ANCN ist gleich minus 0,375x² plus 2,5x plus 5 Längeneinheiten. So, machen wir uns erst in der Zeichnung nochmal klar, wo eigentlich die Strecke ANCN liegt und wie man die dann berechnen kann. So, gehen wir exemplarisch an die A1C1, was sofort auffällt. Die Strecke A1C1 liegt parallel zur y-Achse. Also lässt sich diese Streckenlänge sehr einfach berechnen durch die y-Koordinate von an minus die y-Koordinate von cn. Also ancn ist gleich y-Koordinate vom oberen Punkt minus y-Koordinate vom unteren Punkt. So, beide Punkte kennen wir, beziehungsweise die Koordinaten davon. Das ist nämlich minus 0,25x² plus, was waren es, 3x? Ne, 2x plus 3, sowas. So, und davon ziehen wir jetzt den cn ab. Da müssen wir hier auch eine Klammer machen, weil der komplette cn abgezogen wird. Und ein Achtel ist umgeschrieben nichts anderes als 0,125x² minus 0,5x und minus 2. So, im zweiten Schritt lösen wir jetzt erstmal diese Klammer hier auf, um keine Vorzeichenfehler zu bekommen. Den vorderen Teil schreiben wir ab, minus 0,25x² plus 2x plus 3. So, und dann minus 0, halt 1, 2, 5, x Quadrat. So, minus mal minus gibt plus, also plus 0,5x. Und minus mal minus gibt plus, also plus 2. Ja, also die Vorzeichen in der Klammer drehen sich um. Dann haben wir minus 0,25x Quadrat plus 0,5x und plus 2. So, gleichartige Terme fassen wir zusammen. Minus 0,25x Quadrat und minus 0,125x Quadrat sind die minus 0,375x Quadrat. Plus 2x plus 0,5x sind 2,5x. Und 3 plus 2 sind 5. Und das ist genau der Term, den wir hier oben stehen haben.